So, Chunky, dann. Ich guck mal hier rauf. Chunky braucht keine Schlüssel. Die haben wir. Moment, Chunky fehlt doch eigentlich nur. Ne, Blaupause hat er schon. Verdammt. das haben wir gemacht. Wir haben. Das haben wir noch nicht gemacht. Okay. Wir sollen darauf kommen. Das habe ich jetzt so gar nicht gesehen. Wir können nämlich nicht nur mit Donkey aufs Schiff, mit Diddy aufs Schiff, sondern auch mit Chunky. Und dort finden wir unsere letzte goldene Banane in diesem Level. Erstmal den Affen wechseln. Das können wir hier unten ganz easy weasy machen. Tiny. Tiny, wo möchtest du hin? Umdrehen. Anlauf nehmen und rein ins Glück. So, Chunky. Wir sollen jetzt. Ich weiß zwar nicht, ob das funktioniert. Ich bin mir da noch ein bisschen unsicher. Weil jetzt der Wasserstand wieder niedrig ist. Hallo? Dankeschön. Wir können jetzt nämlich mit. Stirb. Oh, das interessiert ihn gar nicht. Haja. Mit Chunky. Von der Kiste. Ja, von der Kiste, die hier ist. Um wieder nach oben zu kommen, können wir. Ich höre das Schiff schon. Ich höre das Schiff schon. Können wir darauf springen? Aufs Schiff. Was? Wie soll das gehen? Das steht hier so drin. Wahrscheinlich muss dafür der Wasserstand hoch sein, oder? Aber ich kann den Wasserstand nicht mal hochstellen. Ich kann den Wasserstand doch wieder hochstellen. Warum kann ich jetzt auf einmal den Wasserstand wieder hochstellen, Freunde? Warum wird das Ding nicht... Warum zieht sie das Ding nicht ein? Ja, das ist doch irgendwie buggy hier. Auf jeden Fall ist der Wasserstand wieder hoch, okay. Jetzt warten wir nochmal auf das Schiff. Vielleicht klappt es ja jetzt. So, Zeit zum Warten. Das kann dauern. Das kann ein kleines bisschen dauern, von daher. Oh, blaue Schmetterlinge. Na, an welches Spiel erinnert uns das, hä? An welches Spiel? Und gleich ist das Schiff da. Gleich ist das Schiff da, Freunde. Schmetterling, geh weg. Bleib in deinem Spiel. Obwohl Chunky das gerne mag. Okay, wir sollen mit Anlauf, mit Vollkaracho-Anlauf darauf springen. Das ist immer, ach, natürlich ist das immer noch höher als wir. Und yeah, durchgeglitscht. So, und jetzt sollen wir hier die Luke. Was für eine Luke denn? Oder warte mal, ich habe hier eine Luke gesehen. Nicht runterspringen. Da nämlich. Yeah, rein da. Ah, und hier gibt es viele, viele Banner. Hilfe. Aua, ah. Viele, viele Bananen für Chunky. Aua, ah. Hilfe. Ah, okay. Oh, Moment. Und... Bei uns reicht das noch nicht. Wir brauchen mehr Bananen, Freunde. Wir brauchen viel, viel mehr Bananen. Können wir das einfach so weghauen? Yes! Und yes! Und yes! Und boom! Das ist damit auch Chunkys letzte goldene Banane. Sehr schön. Ach du Schande.
Da hat jetzt aber jemand... oh Gott, oh Gott. Ich will trotzdem gerne nochmal gucken. Also, Chunky braucht noch 7 Bananen. Donkey braucht gar nichts mehr. Diddy braucht nichts mehr. Lanky braucht nichts mehr. Und Tiny braucht auch nichts mehr. Wir brauchen noch irgendwo her... Irgendwo... Oh Gott. Wer hat sich das denn ausgedacht? Oh Gott, ich komme hier nie wieder raus. Ich komme hier nie wieder raus, Freunde. Invertiert und... Ganz komisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aua. Wir kommen hier niemals lebend raus. Niemals. Hilfe. Aua. Oh, Chunky. Oh, Gott. Oh, Chunky. Raus hier. Schnell raus hier. Holy moly Macaroni. Was war das denn? Okay, ganz schnell den Affen wechseln. Obwohl wir eigentlich der Affen bleiben können. Wir brauchen immer noch Bananen. Das heißt, es liegt jetzt an uns, irgendwo hier Bananen zu finden. Wir brauchen für Chunky noch Bananen. Das ist verdammt ärgerlich gerade. Ein so ein 10er Pack Bananen, das würde reichen. Irgendwo müssen doch hier Bananen sein. Es müssen insgesamt Hunderte sein, von daher. 100, von daher. Fehlen uns eigentlich theoretisch ein paar mehr. Verdammt. Bananen. Wo finden wir hier Bananen? Film aufgenommen, toll. Da bringt mir aber auch nichts viel. Da bringt mir gar nichts. Das ist nur eine blöde Münze. Es liegt jetzt wirklich an diesen 5 Bananen, dass wir nicht zum Boss können. Das ist ziemlich ärgerlich gerade. Vielleicht hier unten? Hatten wir unten Bananen für Chunky eventuell? Münzen. Münzen, Freunde, Münzen. Das sind nur blöde Münzen. Irgendwo müssen es doch hier Bananen geben. Kann ja nicht wahr sein. Da ist mal eine. Immerhin. Immerhin eine Banane. Bin trotzdem noch 4 5 5 Bananen. Ein so ein Päckchen. Ein so eine Bananenstaude. Ich glaube, es sind immer 5. Aber wo ist die Frage? Wo befinden die sich? Dort oben sind nur Münzen übrigens noch für Diddy. Für Diddy Kong. Können wir noch mal hier drüben gucken, ob ich da irgendwo Los Bananos vergessen habe. Außer die eine, klar. Stirb. Auf Wiedersehen, mein Freund. Es war schön, mit dir zu spielen. Und auch auf Wiedersehen an dich, mein Freund. Das ist so ärgerlich. Oh, hallo. Ich meine, hallo. Wer habe ich denn jetzt gerade dagegen? Stirb. Ach ja, du Donkey noch Bananen. Donkey braucht keine mehr, oder? Nein, Donkey hat seine. Sonst hätten wir hier für Donkey noch welche bekommen. Irgendwo muss da noch so ein blöder grüner Ballon sein. Ballon. Ballon. Für Chunky. Das kann ja nicht sein. Ich fliege jetzt hier mal noch nach oben, um die eine Banane zu holen. Jede Banane zählt jetzt gerade.
Sehr, sehr ärgerlich. Schwing dein Ding, Chunky. Hüpf. So wie zum Thema jede Banane zählt. Der Affe möchte, glaube ich, keine Banane gerade. Gib dem Affen seine Banane. Schwingen, schwingen, schwingeltingeln. Nein. Der fliegt da immer wieder runter. Hilfe! Hilfe! Tschüss! Vielleicht hören wir es wieder. Oh, oh. Das finde ich ein bisschen sympathisch. Finde ich ganz süß. Also nochmal. Einmal, zweimal, dreimal. So, gut. Bananen Nummer 70. Bringt uns jetzt zwar auch nicht so viel, denn es fehlen immer noch 5. Aber wir sind dem Ziel zumindest schon mal ein kleines Stückchen dichter gekommen. Hier drüben, das hatten wir ja geholt, die Bananen. Die fliegenden Bananen, oder? Ich wünschte mir gerade, wir hätten sie nicht geholt. Aber es ist sehr wahrscheinlich. Hier ist auch nichts mehr unter Wasser. Keine Bananen mehr zu finden. Nee. Huch. Kopf gestoßen. Chunky, Kopf gestoßen. Nope. Hier fliegt gar nichts mehr. Na komm schon. Da ist der Eingang. 5 verdammte Bananen. Das kann nicht sein. Irgendwo unter Wasser muss es dir ergeben. Hilfe! Idiot! Tja, Freunde, dann heißt es jetzt mal unter Wasser ein bisschen gucken. Ein bisschen rumschwimmen. Und hoffen, dass es irgendwo. Dass hier irgendwo grüne Bananen liegen. Schreit, wenn es was Grünes hier gibt. Schreit, so laut ihr könnt. Das ist Bananen für Diddy, toll. Dem werden die Bananen hier hinterhergeschmissen. Und Chunky, der kann verhungern. Nur weil er so dick ist. Der ist dick im Business. Tudum. Hier drin gibt's nichts. Ach, ist das ärgerlich gerade. Hier gibt's noch 1000 Millionen Bananen für Donkey Kong. Wie gesagt, für Chunky. Absolut. Doch da. Yes, Freunde. Was? Ich komm da nicht rein. Was? Ich komm da nicht rein. Ah, yes. Yes, baby. Geschafft. Okay, cool. Sehr, sehr schön. Wir haben es geschafft. Wir haben all die 100% für dieses Level erreicht. Da bin ich froh. Sehr, sehr gut. Ich finde, jeden Kong auf 100 Bananen bringen ist jetzt nicht das Nonplusultra, was nötig ist. Von daher gehen wir einfach unsere Bananen ab. Und dann geht's endlich zum Boss. Ich bin gespannt, was das wird, wie wir uns anstellen werden. Friss, mein Dicker, friss! Bisschen schneller, bitte. Dankeschön. So, Tiny hatte, glaube ich, noch 100 Bananen. Genau. Und dann kommt noch Lanky persönlich. Wie heißt unser Boss eigentlich? Das muss ich mal kurz nachgucken. Das würde mich jetzt mal interessieren, damit wir uns darauf vorbereiten können. Im Level Aqua-Albtraum. Unser Boss heißt Puftos. Puftos wird unser Boss heute sein. Für dieses Level. Tada, tada. Hui. So. Und dann jetzt zum Schluss Lanky. Der hatte nur 90. Ich dachte, er hat 100. Ja, recht trotzdem. Thank you.
Und die Tür, sie öffnet sich wieder einmal. Für unsere Kongs. Also Leute. Ich speichere noch einmal. Und dann geht's rein zu unserem nächsten Boss. Dieses Mal mit Lanky. Und damit willkommen zum Kampf gegen Puftos. Hilfe! Wir müssen jetzt hier einfach rumfahren. Während er uns hier wie wild abballert. Und immer diese Ringe treffen. So, jetzt haben wir auch Musik. Und nach die einzelnen Fragmente hier bekommen. 30 Sekunden haben wir Zeit, um zum nächsten zu gelangen. Das ist eigentlich ein einfacher Boss. Allerdings doch ein bisschen nervig, weil es immer wieder dasselbe ist. Man hat eigentlich genug Zeit, um hier rumzufahren. So, und dann wird er gebrutzelt. Das dürfen wir jetzt, glaube ich, dreimal machen oder so. Es gibt schönere Bossgegner, kreativere. Oh ja, und das dürfen wir nicht vergessen. Stimmt, das war das Nervige an denen, diese blöde Rückwelle. Oh. Lass weg. Habe ich das Ding erwischt? Ich glaube nicht, ne? Nein, natürlich nicht. Oh, verdammt. Das war das Nervige. Oh, verdammt. Aber erwischt. Ich muss mich mehr gedulden, glaube ich. Okay, da vorne. Oh. Nein. Ich erwische das Ding nicht. Das kann nicht sein. So. Okay, 25 Sekunden. Und so länger man braucht, um ein so ein Ding zu erwischen. Okay. Das war knapp. Aber wieder einmal gebrutzelt. Ich glaube, dreimal müssen wir das Ganze machen. Und seine Druckwelle wird bei jedem Mal natürlich wieder etwas intensiver. Aber er wird dafür auch umso kleiner. Das ist wiederum das Gute. Er wird kleiner, aber die Druckwelle wird schlimmer. Oh, hier ganz in der Ecke. Das war fies. Das war fies versteckt, Freunde. Wo haben wir denn das nächste Ding? Da hinten. Oh, genau vor ihm. Eieiei. Okay, kriegen wir. Gar kein Problem. Hui. Und jetzt hier nochmal. Sehr schön. Okay, doch mehr als dreimal. Alles kein Problem. So viel bleibt von ihnen ja nicht mehr übrig. Werden die Ziele auch kleiner? Kann das sein? Das kommt mir so vor. Huch, er wird größer. Er pumpt sich auf. Und wirft mit anderen kleinen Puftossen. Ich finde Puftoss klingt auch wie so ein Pokémon. Typisch Nintendo halt. Ich glaube, da zielt irgendwas auf uns. Bin mir da nicht so sicher. Hallo? Oh, Freunde. Oh, da in der Ecke. Sehr schön. Wieder erwischt. Und es war's immer noch nicht. Verdammt. Ich hatte gerade Hoffnung. Fünfmal? Oh, 10 Sekunden. Was zur Hölle? 10 Sekunden ist wirklich knapp bemessene Zeit. War das dritte Ding. Oh, nein. Und sich so anstellt sowieso. Nein. Oh Gott. Holy shit. Ich bin gerade ein bisschen in Stress. Nein. Wahrscheinlich war es das letzte Mal. Sehr wahrscheinlich. Ärgerlich.
Das war jetzt sehr, sehr ärgerlich. Fast geschafft, aber okay. Es ist nicht so schwer, man muss halt einfach nur zielen. So, los geht's. Noch haben wir keine Musik, noch ist es ruhig. Noch sind die Ziele riesengroß. Die werden tatsächlich kleiner. Puff, los. Und da hinten ist das nächste Ziel, okay. 30 Sekunden fürs nächste. Zeit wird halt immer geringer. Ihr habt es ja gemerkt, aber so schwer ist der Boss eigentlich nicht. Man muss sich da keine Sorgen machen, ist halt einfach der Zeitdruck, der so ein bisschen nervig ist. Aber ansonsten geht das vollkommen klar. Deshalb wahrscheinlich muss man den auch 5-mal treffen. Eben weil er so einfach ist. Am schlimmsten finde ich wirklich diese Druckwelle von ihm. Die ist das Nervigste. Hui! Deshalb sind zu der Zeit die Ziele auch genau an ihm. Aua! An ihm dran. Das ist das nächste Ziel. Und eins brauchen wir noch. Und das ist. Aua! Ah, da vorne! Sehr gut. So, Puff-Toss. Puff-Aus-Toss. Aus-Toss aus dem Puff. Was? Geht auch so ein bisschen mit Donald Duck, ne? Dieses. Hallo, Freunde? Da! Da genau in der Ecke. Fies, fies, fies. Dann hier genau an ihm dran. Ne? Hier. Sehr schön, da haben wir schon wieder geschafft. Sehr, sehr gut. Wo zielst du hin, Kumpel? Da stehe ich nicht. Es wird auch irgendwie immer dunkler. Habe ich so das Gefühl. 15 Sekunden. Wir sind fast so weit wie eben gerade. So. Am schlimmsten sind die Dinger, wenn sie total in der Ecke sind. Da zielt wieder jemand auf uns, Freunde. So. Ich glaube zweimal noch. Dort. Okay. Ah, einmal noch. Cool. So, und jetzt wieder die 10 Sekunden. Ich glaube nicht, dass es noch auf 5 Sekunden runtergeht. Ich hoffe es zumindest. Das wäre zumindest sehr, sehr fies. Konzentration. Konzentration, habe ich gesagt. Ich gucke hier mal alles ab, deshalb schwenkt die Kamera so die ganze Zeit hin und her. Es tut mir leid, wenn das ein bisschen blöd aussieht. Da. Nein, komm schon. Oh Gott, nicht schon wieder. Ach Mann. Dieses Mal sind wir wenigstens nicht gestorben. Die Energie sieht deutlich besser aus als beim ersten Mal. Hör auf, da hinten so rumzusuchen. Na, wo ist das nächste Ziel? Ich würde es gerne langsam finden, da vorne. Wie gesagt, am schlimmsten sind die, die in der Ecke sind. Weil die so schwierig zu treffen sind und vor allem zu finden. Das Finden ist die größte Herausforderung. Wo ist denn jetzt hier? Da ist das Ziel. Oh Gott. Okay. Das war's. Auf Wiedersehen. Puff-Toss. Und da hat er Puff gemacht. Und Chunky total so. Na, mir ist alles egal, ich bin Chunky Kong. Sehr gut. Huch, nein. Ich wollte speichern. Und das Level verlassen.